Hey, hey, everyone. Welcome to Info Flash. Say, did y'all lose power yesterday, too? Yeah, when the lights went out, there I was cooking dinner. Oh, well, if we're getting specific, I was nuking a half-eaten burrito I found wedged in my couch cushions. Yeah, yeah, I know I shouldn't have. After all, I heard microwaves zap out all the nutrients. But, hey, it kills the cockroaches, too, so, you know, you win some, you lose some. Anyway, what was I... Right, the power outage. Apparently some plant out in Santo short-circuited. Heard the EMPs were knocking AVs out of the sky. The CPD says the blackout led to 120 mil in damages all in all. The real tragedy, though? I can't stomach a cold burrito. 120 million eddies? Hot damn. And just to get your hands on one dude. You got some cojones, V. Oh yeah, Johnny. Oh yeah. Und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Oh, unser Motor steht nicht mehr hier. Wir sind wieder hier. In Night City. Ich bin ja das letzte Mal hier hingefahren. Da ich dachte, dass man hier hinfahren muss. Für eine Mission, aber allerdings habe ich mich ja da getäuscht. Und ja. Wir schauen uns doch einfach mal ein paar Nebenmissionen vielleicht heute an. Gehen zuerst dahin und dann dahin. Aber dafür brauchen wir ein Auto. Kann heißt die. Haben wir jetzt auch da im Petto. Und wie man vielleicht sieht, habe ich eine Mod gefunden endlich. Dahin. Die... Nee. Eigentlich mein HUD entfernt. Allerdings habe ich jetzt gerade schon Probleme damit. Ich finde mein Auto nicht. Ah, da kommt's erst. Alright. Weil ich das ein bisschen cleaner finde, dachte ich, ich schaue mir mal diese Mod an. Und man kann ziemlich viel einstellen, habe ich gesehen. Man kann irgendwelche Farben ändern von den Anzeigen. Und eben auch einstellen, wann was angezeigt wird oder eben nicht. No! Sorry. Ich meine immer bis zum die Handbremse. Das Tacho könnte man in Third Person auch ausstellen, finde ich. Braucht man eigentlich nicht unbedingt, also wie schnell man fährt. Interessiert mich jetzt nicht so. Holy shit, was ist denn da unten los? Ja, und die andere Mod habe ich auch wieder, wieder drin. Mit den...
nicht hoch? Mit den Nameplates. Doch finde, dass es eigentlich gut aussieht. Don't fucking stop! Keep firing! Sonst noch jemand? Niemand mehr? Okay. Ja, ich finde manchmal ja in Spielen eigentlich Immersive ziemlich nice. Also wenn man wirklich wenig hat. Ihr wisst schon, was ich meine. Ernsthaft? Ich hab doch mein Inventar erst geleert. Manchmal. Okay, ich sollte vielleicht auch mal ein paar Sachen ablegen zu Hause. Was so Kleidung angeht vor allem. Und ein paar Dinge verkaufen vielleicht. ...368 von 365. NCPD-Schutzanzug. Gut, ich zerlege jetzt halt einfach ein paar Dinge. Das möchte ich sehen. Okay, die muss ich behalten. Ja, so Mützen gehen halt auch immer. Oh, die geben Panzerung. Diese Westen, gar nicht gesehen. Polizeistiefel. Die Macheten und Messer geben halt eigentlich ziemlich viel Money. Und Waffen auch, ich müsste die mal verkaufen. Sobald ich das irgendwo kann. Ernsthaft? Willst du mich verarschen? So, mit am Auto kann ich ja doch... Kann ich nicht im Auto... auf...
Wie heißt's? Auf unserem Inventar zu Hause zugreifen? Ich hab's gemeint. Alfred Miles und Darius Marks. Schick deine Leute vorbei. Und wer bleibt dann hier bei mir? Joom, schick sie einfach vorbei. Wir haben hier ohne Ende Ware. Die soll ich ganz alleine bewachen? Ist es meine Schuld, dass Garner eine Jagd angeordnet hat? Ich habe Befehle, deine Leute zu mobilisieren. So ist es halt. Und dann soll ich Flavio finden. Wenn du ein Problem damit hast, musst du selbst mit Garner reden. Schon gut, meine Leute sind unterwegs. Auf Garner sind wir ja schon gestoßen, das ist einer von Sixth Street hier. Kann man das öffnen? Sieht wahrscheinlich nichts, ne? Eigentlich würde ich mich hier gerne noch ein bisschen mehr umschauen, aber wir sind so überladen. Ein bisschen doof ist. Schau ich an, dass ich wirklich aufs Auto zugreifen kann, um Dinge abzuladen. Natürlich geht's nicht. Da gibt's auch noch bestimmt Sachen drin in diesen Garagen. Kann ich mein Auto näher herorten? Natürlich nicht. Naja, müssen wir halt da hochlaufen. I'm sorry. Da muss man sich jetzt gerade gedulden, bis ich da oben bin. Ich hätte weiter parken sollen. Komm schon. Ja, Lager öffnen haben wir. Alrighty, Mighty. Smart Sturmgewehr, naja. Power Maschinengewehr, also Pistole. Das haben wir gebaut. Die Widowmaker ist ein Tech. Das können wir nicht abgeben. Cocktailspieß. Der macht. Wir haben gerade das Skalpell ausgerüstet. 73,7 Schaden. Sind alle schlechte. Der Dino so dumm. Alter. Cottonmouth könnte man mal ausprobieren. Macht 76 Schaden. Die Münze behalte ich auf jeden Fall. Gepostete Techie Base Cap. Wasserfeste Polizeistiefel. Ich könnte eigentlich mal einfach ein paar Sachen hier abladen. Und dann später aussortieren.
So, das andere verkaufe ich oder zerlege ich. Okay, das Abendkleid könnte man auch reinnehmen. Hier könnten wir sowieso eigentlich mal ein paar andere Dinge ausprobieren. Das können wir verkaufen. Sechzehn Komma drei vier und 11,11. 24 und 20,20. Das ist eine Power-Maschinenpistole. Dann würde ich das Gewehr mal weglegen. Die Liberty. Ashura. Ja, so Smartwaffen. Ich glaube, ich lasse das einfach mal mit den Smartwaffen. Da gehe ich nicht drauf. Liberty. Liberty. Okay, die ist eigentlich nichts Spezielles. Macht die Waffe nicht tödlich. Das ist gut. Mit dieser Waffe könnten wir die Mission machen, die wir bei Wakako haben. Weil da muss es ja meistens nicht tödlich sein. Das nehme ich. Okay, Kategorie 4. Da müssen wir unbedingt leveln. Lass mal kurz schauen. Ne, warte. Ein Mod kann nichts. Okay, Cyberware Stufe 4. Oder brauchen wir das hier, Kategorie 4? Ich glaube, wir brauchen das, die Kategorie 4. Ich möchte trotzdem kurz schauen. Was war... Cyberware. Plus ein Speicherpunkt pro 4 Attributspunkte. Das hier war Cyberware. Cyberware Stuff. Das hier. Renaissance Punk. 4 Cyberware Kapazität für jedes Attribut auf 9 oder mehr. Komponenten beim Erbeuten. Wertmodifikator. Aber irgendwo war doch auch noch was mit Anreihung, oder nicht? Heckanreihung, das war's. Würde ich einfach mal nehmen. Naja, dann kurz schauen. Das war gar nicht die Mission, die ich eigentlich machen wollte. Deshalb geht's gleich weiter. Sight on the net, out to smear the mayor, Weldon Holt. Well, the acting mayor, because, you know, he's up for re-election or whatever. Yeah, politics, am I right? Mudslinging never stops. Not for a minute. Anyhow, my client wants that sight sucked into the cold vacuum of cyberspace. Scan the brief if you need more info. All right. Zeig mal her. Nee, warte. Wir schauen uns das im nächsten Part an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Got it. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues?
sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.